überwältigende Mehrheit der Menschen hat verstanden, dass es jetzt auf jeden und jede ankommt. Dass jeder und jede seinen und ihren Teil dazu beitragen kann, aber auch muss, das Virus aufzuhalten. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich. Wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf, Freunde treffen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeit lang verzichten. Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr. In diesem Sinne haben sich die Bundesregierung und die Bundesländer heute verständigt, die Leitlinien für das Verhalten und für die Bewegungsfreiheit und Mobilität, an die sich alle zu halten haben, noch einmal zu erweitern. So reduzieren wir weiter konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte. Und wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gehen. Viele Bürger haben uns ja deutlich wissen lassen, dass sie sich diese Klarheit auch im föderalen Staat wünschen. Jeder soll wissen, alle staatlichen Ebenen in Deutschland, der Bund, die Länder und die Kommunen arbeiten an einem großen, ja lebenswichtigen Ziel, Zeit zu gewinnen im Kampf gegen das Virus.